Hallo und grüß euch. Heute Special Guest der Schmu. So, hallo. Wir haben heute die Ecol Special 99 ja, Wave 2. Also die erste war schon nicht so gut scheinbar. Genau. Es gibt eine Überarbeitung mit ein paar Stahleinlagen. Die testen wir mit Victory, mit Özkosan und mit Gekko-Munition. Jeweils ein Magazin. Und schauen wir mal, wie sich die Waffen und die Muni vertragen. Genau. Die Victory ist etwas älter. Die Gekko hat in dem Test vorher einen ganz guten Eindruck gemacht. Ja. Und die Özkosan ist sowieso eigentlich immer recht zuverlässig. Stark wie immer. Ja. Und dann legen wir mal los. Genau. Gekko. Kannst du sogar lesen. Okay, Fänger am Verschlussfang oder nicht offen geblieben? Na, Verschlussfang. Es könnte sein, dass ich auf Verschlussfang war. Ja, wir schauen mal bei der nächsten Muni. Ja. Gelaufen ist ja nicht schlecht. So, Victory Munition, Stahlkartuschen. Genau. Die Ecol 99 hat eigentlich auch jede Munitionssorte versaut. Allerdings hat sie nicht ganz so schön ausgeworfen wie die Alp zum Beispiel. Und der Verschlussfang funktioniert bei der Waffe scheinbar nicht, egal wie stark das die Munition war. Der hat nicht gegriffen und war auch etwas schwierig zu bedienen. Nochmal ein kurzer Verweis auf Schmuskanal, schaut da mal vorbei. Und das war's soweit und tschüss, bis bald.